Oh ja, es ist endlich soweit. Einige von euch haben es sich schon lange gewünscht. Ich spiele mit meinem eigenen Core gegen den Undertaker. Hier in der erstmal letzten Episode von Franz vs. Streak. Und jetzt heißt es wirklich Franz vs. Streak. Franz Wegner vs. Undertaker in der WrestleMania 30 Arena. Und ich versuche jetzt heute das, was mir gestern nicht gelungen ist. Und zwar alle vier Barrikaden durch spieren. Also wirklich möglichst viele OMG-Moments zeigen oder vier davon, mindestens. Und je nachdem, Finisher-Content, wie es sich halt anbietet. So erstmal, ich habe mir statt den Moonsault Footstorm, habe ich mir einen Steiner Screwdriver nochmal gegeben. Weil ohne Front-Finisher ist scheiße, ganz ehrlich. So, ansonsten sind die Moves klar, Avada Kedavra. Da sollte alles hinhauen jetzt. Ich probiere mein Bestes, ohne Resiliency auszukommen. Wäre natürlich optimal. So, komm her, ihr Taker. Und ich spiele jetzt nicht unbedingt darauf, jetzt hier Nummer 1 zu werden in der Rangliste. Aber das mit den OMG-Moments habe ich mir als Ziel genommen. Vielleicht mache ich nochmal einen extra Livestream, wo ich wirklich versuche, Nummer 1 zu werden. Ich meine, mittlerweile würde ich sagen, dass ich den Streak-Mode ganz gut kann und beherrsche. Und ja, wie würdet ihr so einen Livestream finden? Hat ja Yard mal gemacht auf der Xbox. Jetzt mal Yard, Backyard Gaming, wo er Nummer 1... Wo er sich auf Nummer 1 gerankt hat im Streak Mode und das dann gestreamt hat. Würdet ihr euch das auch wünschen von mir? Interessiert mich, schreibt mir in die Kommentare. Hätte ich eigentlich auch Bock. Müsste man gucken, wie lange das denn dauert. Oh nein, der Dean Ambrose. Taunt ist wahrscheinlich nicht so gut gewesen. Oh ne, war alles okay. So, also erstmal wieder ein bisschen im Ring bleiben. Nein, komm her hier. So, zack, zack, zack. Und ab geht's in den DDT. Wunderschön gemacht. Und da kommt der erste Signature-Move, der Backpack-Stunner. Ein Move von Ryback. Bada, im Universe-Mode kann man sich ja Finisher wünschen. Aber im Universe-Mode, der ab morgen wieder kommt, um 16 Uhr, ist Franz ja nicht dabei. Der ist ja jetzt leider weg. Habt ihr gesehen, für alle, die Universe-Mode verfolgen. Und da sollte aktuell noch das Voting laufen, aber ich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wie ihr das hier seht, habe ich wahrscheinlich schon aufgenommen. Von daher, ihr könnt zwar weiter voten, auf wem wir in nächster Zeit einen besonderen Look werfen werden. Ein besonderes Ausschau haben werden. Nee, was wollte ich sagen? Auf wem wir uns konzentrieren werden in den nächsten Wochen. Im Universe Mode. Ja. Throw it to the ground. Ich kann da. Na. Komm her hier. Zack, nehmen wir mal das Deckchen hier ab. Das Tischdeckchen. Wie auch immer. Ich kann es einfach mal probieren. Mit dem Elbow runter zu springen. Wird bestimmt gekontert. Na. Moonsault gekontert, ne? Ja, natürlich. Hatte mich schon kurz gefreut. Nein! Aha. So, also. Einmal darüber. Ich bleibe jetzt auch hauptsächlich draußen, würde ich sagen. Auf Signature Moves abkriegen habe ich erstmal so keinen Bock. So, Lariat. Kriegst du die. So, Avada Kedavra und Puntkick werden wahrscheinlich dieses Mal nicht so viel zeigen. Und wer schreibt denn jetzt bei Skype eben? Okay. So, einen Moment. So. Muss ich mal kurz einen Cut machen. Es geht weiter. Musste kurz was abklären. Ich muss ja noch das GWA-Finale aufnehmen. Und zwar das GWA WWE 2K14 Turnierfinale. Ja. Da muss ich mich natürlich absprechen, weil ich bin ja nicht im Finale, aber ich muss da ja dabei sein, damit ich es aufnehmen kann. Ist ja klar. Muss ich heute ein bisschen umorganisieren. Meine Mutti gesagt, wird Essen früher geben. Und deswegen hier die Aufnahme, muss ich gucken, dass die Aufnahme hier noch vor dem Essen fertig wird. Wenn nicht, kann ich auch pausieren, ist ja auch kein Problem. Dann probieren wir erst einen OMG-Moment. Jawohl, wahrscheinlich treffe ich wieder bloß an den Beinen, ich kenne das doch. Ja, als ich mal mit Ray gegen ihn gespielt habe, das sah lustig aus. So, der erste OMG-Moment ist weg. Der Schaden ist ganz okay, würde ich sagen. Können wir schon Resiliency wegmachen. Geht auf den Kopf. Jawohl. Sieht gut aus. Hm.
Reicht leider noch nicht ganz. Leider noch nicht ganz. Ah. So, schade. So. Dann geht's jetzt weiter zur anderen Ecke. Na, hörst du auf? Hörst du auf? Komm, jawohl. 2, 3, 4. Haha. Sieht anscheinend besser mit dem Current Undertaker so. Im Moment. Sehr schön. Kann ich mal weiter taunten. Jawohl. Musst du gleich den nächsten Signature Move haben. Na scheiße, jetzt habe ich... Das war doof. Das war doof. Ich weiß nicht, warum ich es geskippt habe. Nein! Habt ihr gesehen? Das war ja gut gerade. Reverse, aber gar nichts gemacht. Sehr schön. Damit kriege ich auch ein Reverse. Nein. Ja, dann mache ich auch meinen Boot halt. Ist auch okay. Umso mehr OMG-Moments, desto besser, würde ich sagen. Was? Aber wahrscheinlich werden hier die Punktzahl nicht so hoch. Weil er bis jetzt noch nicht wirklich Finisher gezeigt hat. Noob! Running Noob. So. Kommst du her, Taker? So schön. Ist er auch schon. Rot am Kopf war auch vorher schon. Aber wenn ich gleich nochmal ein Spear dadurch zeige. Durch die Barrikade, dann sollte es anders aussehen. Würde ich mal behaupten. So, Backpack Stunner. Wunderschön angesetzt. Wunderschön ausgeführt. So, schon mal taunten. Vortaunten. So, zack. Mist. Soll er Mist? Mist, was soll er Mist, hä? Der Taker hat immer noch kein Finisher. Interessant. Interessant. Sehr interessant. Ich muss wahrscheinlich aufpassen, dass wir... hab ich von der? Ich stand noch too fast. Dass es denn doch nicht mit Lichter ausgehen am Ende wieder ist. Das wäre doof. Und dann muss ich wieder Resiliency einsetzen. Und das will ich nicht. Resiliency einsetzen doof ist für den Highscore. Oh ja. Ihr kennt das ja mittlerweile. Mhm. So, gleich geht's weiter. Können wir schon mal nach hinten gehen. Auf ihn warten. So. Müsste gehen, ne? Wow. Taker hat immer noch keinen Finisher. Oder Signature. Und, na, das geht bestimmt nicht gut. Das geht bestimmt nicht gut. Na, kommst du her? Na! Konnte er den Backpack-Stunner? Signature Move, jawoll. Soll sitzen, wa? Soll sitzen. Jetzt ist er auch rot, Kopf und Körper. Einmal dahin. 2, 3, 4. Und. Boom! Sehr schön gemacht. Ging etwas schneller als beim letzten Mal, wenn ich mich da erinnere. Wie der Taker da 4, 5 Mal da die Scheiß. Den scheiß OMG-Moment gekommen, der hat. So, und dann können wir mal Resiliency wegmachen. Langsam, aber sicher. Und hat immer noch keinen einzigen Finisher gehabt, mein Gott. Ich werde jetzt auch nicht extra warten. Okay. Nicht extra warten, dass er einen bekommt. Jawohl. Ich werde jetzt erstmal versuchen, die Resiliency wegzubekommen. Währenddessen sollte er zum Finisher skippen. Wenn ich mich lange genug im Dragon Sleeper befinden darf. Das entspricht das meinen Vorstellungen? Nein. Aber Signature Move haben wir. Na Mann! So ein Scheiß! Dann skippe ich halt, ist auch kein Problem. Nicht, na... Nein! Zu spät. Immer wieder. Nicht Weapon.
So. Ich möchte noch eins, weiß ich nicht, ein Finisher so parat haben. Und dann kann ich es mal probieren. Oder dann kann ich mal probieren, in den Ring zu gehen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das nicht ein Fehler ist. Meine Punkte. Wegen dem fehlenden Resiliency Non-Use Bonus. Aber das will man machen, ne? Vielleicht zeige ich nochmal den OMG-Moment am Ringpfosten und dann geht's rein. Klappt bestimmt. Und dann kann ich ja schon mal. Dann werden wahrscheinlich die Lichter ausgehen. Und dann muss ich mein Bestes probieren. Halt rauszugehen. So ist das. So. Boom. Jawohl. Dann warte ich auf seine Ankunft. Und das mit kurzen Taunts. Und dann gibt es den Steiner Screwdriver. Jawohl, komm. So, Steiner Screwdriver. Ansatz. Das wird wahrscheinlich ein Fall für die Lichter. Jawohl. Ich muss nach links unten rennen. Ne, nach links bloß. Na komm. Komm, Taker. Kommst du? Komm, ich krieg ich komm nicht. Krieg ich komm nicht. Nein! Was ist denn heute los? Was ist denn los? Zu spät. Was zu spät wird immer nicht angezeigt. Nur wenn man zu früh kontert. Was ist denn los heute mit mir? Wenn ich das mit gestern vergleiche. Die OMG-Moments klappen zwar, aber Finisher Content? Nicht so, wa? Was will man machen? Ab. Ab. Raus. Raus. Und taunten. Ich sieg dich nur mit dem Finisher, haben wir uns verstanden. So, geht auf den Kopf. Nee, kommt nicht. Nein. Nein. Jawohl, Reverse DDT. Jetzt gibt's den Signature Move. Und dann probier's gleich nochmal zu beenden. Eventuell klappt es ja dann. Eventuell Backpack Stunner. Einmal taunten. Abgeschossen, Chiri. Ja, komm rein, komm rein. Nein. Muss ich auf ihn laufen? Kommst. Ein Moment, Leute. Ah, da klingelt im entscheidenden Moment das Telefon. So, mal sehen, ob es klappt jetzt. Ganz gut, so komm. Drehen, 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 drehen. Nicht ganz. Aber jetzt nur noch der Pin. Der Pin. Eins. 2, 3. So, jetzt bin ich gespannt, was die Punkte sagen. Jetzt bin ich gespannt. Ich schätze keine 95.000, so wie es beim letzten Mal gewesen wäre. Aber über 70.000 wäre schon cool. Über 70.000. Muss ich zweimal in dieser Episode einen Cut machen. Wenn ich es nicht vergesse. Komm, komm. Wie bitte? Nicht mal 70.000? Competitiveness, nur 600, also, das ist ein bisschen enttäuschend, das ist ein bisschen enttäuschend, schade, müsste man nochmal probieren, zum späteren Zeitpunkt. Tja, das soll es dann erstmal gewesen sein für Franz vs. Streak, leider mit nicht heute, mit nicht so einer schönen Punktzahl, Mann. Gut, wie gesagt, wir sehen uns dann morgen um 16 Uhr wieder bei Universe Mode, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und irgendwann wieder Franz vs. Streak. Versprochen. Und nicht vergessen, in die Kommentare zu schreiben, wie ihr so einen Livestream fänden würdet. Mit Road to Rank 1. Also das, wo ich versuche, auf Platz 1 zu kommen der wöchentlichen Ranglisten. Mal gucken, was die aktuellen Statistiken sagen. Wie viel ich brauche. So, es ist nicht so viel, was ich hoch. So, nee, Moment. Moment. So. Da muss ich. Defeat the streak. 106.000 sind machbar. Guck mal, wo wir gelandet wären, hätten wir 95.000 gehabt.
Mann, oh Mann, und in den Top 10. Ha, vielleicht ein Ziel für die nächsten Episoden, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wir sehen uns. Euer Franz sagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Na, tschüss. Ach Mann, mit Franz hatte ich nicht so viel Glück. Zwar kein Resiliency benutzt und alle Barrikaden durchgespeert, dafür aber keine Finisher reversed. Nicht so schön, aber ich muss die Episode jetzt beenden, denn es gibt Hapa Hapa. Vielen Dank, Mutti, dass du mir Abendbrot machst. Hey, das ist noch okay, wenn man 17 ist. Wir sehen uns morgen wieder um 16 Uhr beim Universe Mode. Und ansonsten, wann es mit Franz vs. Streak weitergeht, keine Ahnung, irgendwann bestimmt. Haut da rein!